sehr witzig, Ömer. War das wieder dein Alter? Mann, er ist auf meine Mutter losgegangen, da muss ich dazwischen gehen. Ey, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Was soll ich denn machen? Bring ihn um, den Scheißkerl! Komm, Cherie. Komm. Hat der Otto auch wieder Blasenschwäche? Der hält ja alle 10 Meter an? Ja, er hat eine schwache Blase. Das hat er mit meiner Tante gemeinsam. Komm, rein in den Wagen. Hopp. Und los. Warum hast du das Erbe überhaupt angetreten? Ich meine, gab's keinen anderen bei dir in der Familie, den Hund nehmen konnte? Nein, gab's nicht. Und Tante Gerda war meine Lieblingstante. Und die wollte, dass ich mich um Cherie kümmere. Ja, ganz süß ist er, ja. Leitstelle an alle Einheiten. Wir haben einen Überfall auf eine Frau im Sophienpark. Überfallene wartet am Südausgang. Wer ist gerade in der Nähe? So gleich da drüben. Ja, klar. Komm. Kriminalpolizei, Sie haben uns gerufen? Ja, Gott sei Dank. Und Sie haben ja sogar schon einen Spürhund dabei. Nee, das ist kein Spürhund, das ist nur Cherie. Also, Sie sind überfallen worden, ja? Ja, komm, sitz. Von zwei Jungs. Die sind schon total bedrohlich und aggressiv auf mich zugelaufen. Und dann hat mich der eine geschubst und der andere hat mir einfach meine Tasche weggerissen. Können Sie die beiden beschreiben? Ich versuch's. Der eine war Ausländer, ich glaube Türke. Und der andere eher schmächtig und hatte eine blaue Baseballkappe auf. Und ja. Und in welche Richtung sind die beiden abgehauen? Ja, Richtung Spielplatz. Okay, danke. Komm, pass. Gib mir die Leine. Ich dachte, du magst Cherie nicht. Quatsch. Die sollen doch nicht merken, dass wir von der Polizei sind. Ich gehe da jetzt hin und tu so, als wenn ich Gassi gehe. Und du gehst außen rum, okay? Okay. Komm her, komm. Komm. Jetzt nur 36 Euro? Ey, scheiße, Mann, ich dachte, die hat mehr dabei. Na ja? Was habt ihr da für eine Tasche? Ist doch nicht Euro, oder? Das geht dich im Scheißregern, okay? Das sehe ich aber ganz anders. Kriminalpolizei. Du bleibst hier, Freund. Hey, ganz cool, komm. Wo willst du hin? Mitkommen, los. Pass schön auf, Chili, pass schön auf. Hinsetzen. Wo hast denn du das Pfeilchen her? Bin wogegen gelaufen. Also, Ausweise dabei? Hab ich zu Hause vergessen. Ich auch. Gut. Dann fahren wir jetzt zu euren Eltern. Mal sehen, was die dazu sagen, dass ihr Frauen im Park die Handtaschen klaut. Komm. Los. Auf geht's. Ja, wird's bald. Los. Eine Handtasche geklaut. Steffen, was hast du dir dabei gedacht? Gar nichts, okay? Steffen, du bleibst gefälligst hier. Steffen! Hey, lassen Sie ruhig. Wir möchten ganz gerne mit Ihnen noch mal alleine reden. Was glauben Sie? Was treibt Ihren Sohn dazu, Frauen die Handtasche zu klauen? Was weiß ich? Steffen bekommt genügend Geld. Mein Mann hat einen Elektroinstallationsbetrieb. Steffen macht gerade seine Ausbildung bei ihm. Dafür wird er ordentlich bezahlt. Ist sein Vater denn... Stiefvater. Steffens leiblicher Vater ist vor 5 Jahren gestorben. Okay. Ist sein Stiefvater jetzt hier? Nein. Wieso? Naja, wenn Ihr Sohn jeden Tag mit ihm auf dem Bau arbeitet, weiß er vielleicht, was Ihren Sohn dazu treibt, Frauen die Handtaschen zu klauen. Also das kann ich mir kaum vorstellen. Und ich möchte Sie auch bitten, meinem Mann nichts von dieser Angelegenheit zu erzählen. Er hat wirklich genügend Stress auf der Baustelle. Stress, ja. Warum hat der Junge eigentlich ein blaues Auge? Eine Prügelei mit einem anderen Jungen aus der Berufsschule. Ja, Steffen ist 16, das ist ein schwieriges Alter. Also uns hat er erzählt, er wäre irgendwo gegengelaufen. Dann hat er Sie wahrscheinlich angelogen. Ich sage ja, ein schwieriges Alter. Ja gut, also die Kollegen werden sich noch wegen der Strafanzeige bei Ihnen melden. Gut, dann weiß ich Bescheid. Wiedersehen. Wiedersehen. Halt. Sind Sie von der Polizei? Ja. Na, es wird ja auch langsam Zeit, dass Sie mal was unternehmen. Wie meinen Sie das? Naja,
So wie der alte Haug den Steffen immer verprügelt, das hört man durchs ganze Haus. Und am nächsten Tag läuft der Junge mit blauen Flecken durchs Treppenhaus. Und das geht schon länger so? Ja, und in letzter Zeit, da ist es noch viel schlimmer geworden. Ja? In der letzten Woche, da hat er ihm so eine geknallt, dass ihm ein Zahn rausgeflogen ist, hier im Treppenhaus. Ja, haben Sie schon mal daran gedacht, die Polizei zu rufen? Na klar, die Streife war auch schon zweimal hier. Aber die machen ja nichts, die können ja nichts machen. Weil der Junge und die Frau, die sagen ja nichts. Aber den Zahn, den habe ich aufbewahrt. Soll ich Ihnen den rausholen? Brauchen Sie den irgendwo für? Ja. Okay, dann hole ich den. Du bist aber früh auf dem Bein. Ja, Cherie ist eine Frühaufsteherin. Anscheinend war meine Großtante immer schon um 6 Uhr mit ihr Gassi gehen. Aber ist nicht so schlimm. Ich konnte eh nicht mehr schlafen. Also, schlecht geträumt? Ja, so ähnlich. Ich musste an den misshandelten Jungen denken. Sein Stiefvater ist bei uns in der Datenbank. Aha, und weswegen? Er hat seine Ex-Frau krankenhausreif geprügelt. Sie hat ihn angezeigt und er hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Dass solche Typen immer wieder Frauen finden, die sich von ihnen misshandeln lassen. Ob er seine jetzige Frau missbraucht, weiß ich nicht. Aber sein Stiefsohn auf jeden Fall. Ja, aber darum kümmert sich das Jugendamt. Jugendamt, Jugendamt. Gerrit, ich habe die Misshandlungen gesehen. Was hast du vor? Ich fahre noch mal zu der Mutter. Ich überzeug sie, ihren Mann anzuzeigen. Hey. Ich kann sie nicht mitnehmen. Könnt ihr mal ganz kurz? Danke, bis später. Ciao. Du bist der Tierfreund. Steffen ist nicht mehr da, er ist schon in der Berufsschule. Ich bin auch eigentlich hier, um mit Ihnen zu sprechen. Ihr Mann schlägt regelmäßig Ihren Sohn, habe ich recht? Nein, das ist nicht wahr. Jens wird ab und zu etwas lauter, aber er hat Steffen nie angefasst. Er hat ihm letztens einen Zahn ausgeschlagen, entschuldigen Sie. Ich kapier's nicht. Warum decken Sie Ihren Mann? Nach allem, was er Ihrem Sohn angetan hat. Oder haben Sie auch Angst? Schlägt er Sie auch? Nein. Ach, was wollen Sie eigentlich? Warum mischen Sie sich in unsere Familienangelegenheiten ein? Ich möchte, dass Sie Ihren Mann anzeigen. Seine letzte Frau hat er krankenhausreif geschlagen. Ich möchte verhindern, dass das normal passiert. Das wird nicht passieren. Und ich werde meinen Mann auch nicht anzeigen. Bitte verlassen Sie jetzt meine Wohnung. Wo ist Ihr Mann eigentlich? Ich wüsste nicht, was Sie das anginge. Und der Tisch hier ist nur für Sie und Ihren Sohn gedeckt? Und Ihr Mann? Der frühstückt gar nicht? Nein. Jens ist heute Nacht überhaupt nicht nach Hause gekommen. Das kommt öfter vor. Er schläft manchmal bei Freunden, um die Kosten für ein Taxi nach Hause zu sparen. Okay. Sie sagten, Ihr Mann arbeitet auf einer Baustelle? Ja, im neuen Westend. Er macht da mit seinem Betrieb die Elektro... Entschuldigen Sie ganz kurz. Michael, hallo? Ich bin nur bei Frau Haug in der Wohnung. Sie sagt, Ihr Mann ist auf einer Baustelle. Sag mal, kannst du mich abholen? Und bring bitte Cherie mit. Die braucht ihren Auslauf. Aber wenn du es genau wissen willst, nein, Herr Haug kommt nie wieder. Ich werde ihn kündigen. Endgültig. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt sieh zu, dass du an die Arbeit kommst, aber Dalli. Schönen guten Tag. Ich bin von der Kriminalpolizei. Na, Sie waren Dritter. Ist Sie der Bauleiter hier? Ja, oder? Ja, hallo. Tag, hallo. Kripo, wie kann ich Ihnen helfen? Wir suchen den Jens Haug. Seine Firma soll hier für die Elektrik zuständig sein. Oh ja, das stimmt. Hat der feine Herr aber wahrscheinlich vergessen. Soll das heißen, er ist heute nicht gekommen? Nee. Passen Sie auf. Gestern Abend war Skatabend im Geißeneck. Das ist bekanntlich ein Haug-Stammkneipe. Ja. Ah, wie der alte Säufer sich so richtig abgeschossen haben. Da kommt man montags morgens eben nicht aus der Kiste. Na, von mir aus kann der ausschlafen, ist mir egal. Wirklich. Kann das sein, dass Sie den Mann nicht besonders mögen? Persönliche Beweggründe spielen für mich hier keine Rolle. Ich muss Herrn Haug aus rein geschäftlichem Interesse kündigen. Mhm. Ich habe gleich einen wichtigen Termin. Also wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann... Nee, kein Problem. Vielen Dank erstmal. Ja. Und übrigens, das ist hier eine Baustelle und kein Hundeklo, ja? Sag ich auch immer. Schönen Tag noch. Also zu Hause ist der Typ nicht, auf der Arbeit ist er nicht. Wo ist er denn? Wenn er sich gestern abgeschossen hat, der schläft jetzt einen Rausch aus. Cherie, was ist denn? Oh, Robert, kannst du dem Hund mal ein bisschen was beibringen? Der hört ja nicht für 5 Pfennig. Komm, pfui. Pfui. Nimmst du sie mit ins Büro?
Ich? Ja, du weißt doch, sie ist nicht gerne allein. Und ich will auch zu Hauke in die Stammkneipe. Vielleicht wissen ja das Gradkollegen, wo er steckt. Ja, warum nimmst du den Hund nicht einfach mit? Sie verträgt die Kneipenluft nicht. Danke, ja? Bis später, ciao. Was läuft denn hier für ein Film? Ich komm. Hey, komm. Mann, du kannst ja gar nichts. Jetzt komm mit. Komm. Komm einfach.